Ja, herzlich willkommen heute Abend zur letzten Veranstaltung jetzt in unserer Frühjahrsreihe in der Patientenuniversität der Medizinischen Hochschule Hannover. Ganz herzlich willkommen hier im Saal und natürlich auch zu Hause am PC oder am Laptop. Ich begrüße Sie ganz herzlich, Professor Dr. Lennertz, dass Sie heute, wo Sie so ein vielbeschäftigter Mann sind, hierher gekommen sind. Wir haben schon ein bisschen gebibbert. Deshalb ist es ganz schön. Heute unsere, wie gesagt, letzte Veranstaltung zum Thema Klimawandel. Und diesmal geht es um den Stress der Schleimhäute im Kopf- und Halsbereich. Ich wünsche uns allen einen tollen Vortrag und reiche jetzt weiter an Professor Dr. Lennertz. Ja, vielen Dank für die Einführung, auch für die Einladung hier zu dem Thema zu sprechen. Wir wollen schauen, erstmal abwarten, was kommt. Ne? Also gut, es geht ja um ein Thema, was man sicherlich auch langfristig betrachten muss, denn Veränderungen der Umwelt gibt es natürlich sehr zahlreiche und es ist nicht nur das Klima, was sich ändert, sondern es gibt natürlich viele andere Einflüsse, die ebenfalls auf die Schleimhäute einwirken. Also denken Sie an die ganzen Veränderungen zum Beispiel im Wohnbereich, ja? Also Häuser vor 100 Jahren, Häuser heute. Denken Sie an die Einflüsse, die wir durch vermehrtes Reisen haben, die Exposition, der wir uns dann häufig freiwillig aussetzen, wenn wir ein Flugzeug besteigen. All das sind ebenfalls Einflüsse, die auf uns einwirken und auch auf die Schleimhäute einwirken und die nichts mit dem Klimawandel zu tun haben. Und die Frage ist natürlich, wie kann man Effekte vielleicht voneinander trennen oder was ist tatsächlich denn da dran, wenn wir sagen, Klimawandel könnte auch unsere Eintrittswege für Luft im Wesentlichen verändern. Und Sie merken daran, das Thema ist nicht so ganz einfach zu fassen. Und Dr. Demico, der hier unten mit draufsteht, und ich haben also versucht, das einmal zusammenzustellen, was man vielleicht weiß oder wo man auch einen solchen Zusammenhang vermuten kann. Klimawandel ist also eine aktuelle Zukunft, wie man das vielleicht nennen darf, und macht sich in vielfältiger Weise bemerkbar, dass es Klimaveränderungen gegeben hat in der Vergangenheit der Erdgeschichte. Das ist etwas, was wir heute durch Forschung nachvollziehen können. Und dass das dramatische Folgen gehabt hat, das kann man sicherlich auch an den verschiedenen Zeitaltern der Erde sehen. Für uns geht es darum, dass wir in relativ kurzfristigen Zeiträumen natürlich beobachten oder gelernt haben zu beobachten. Und das sind Zeiträume, die unter Umständen ein Jahrhundert umfassen oder sogar noch kürzer einige Dekaden, in denen sich diese Veränderungen abspielen. Der wohl wichtigste Effekt, der immer benannt wird, ist der Treibhauseffekt, der zu einer Erwärmung führt. Der Treibhauseffekt durch verschiedene Gase, vor allem das Kohlendioxid, aber auch andere, wie zum Beispiel Methan, führen also dazu, dass das Gleichgewicht zwischen der Einstrahlung von Energie, das wäre also im Wesentlichen Sonnenstrahlung, und der Abfuhr dieser Energie aus der Erdatmosphäre, dass dieses Gleichgewicht sozusagen gestört ist und es mehr Energie sozusagen gibt, die hineinkommt, als wieder hinausgeht. Und das liegt im Wesentlichen an dieser Veränderung der Zusammensetzung der Erdatmosphäre. Durch diese Gase kommt es zu einer Veränderung, insbesondere der Abstrahlung von Wärme aus dem Bereich der Erde. Ne? Das ist hier dargestellt, der Treibhauseffekt vor der Industrialisierung. Da hat man also im Wesentlichen hier diese Einstrahlung und es geht also wieder sozusagen dieselbe Menge nach draußen, Wärme wird abgeführt, aber Strahlung wird zum Teil auch reflektiert. Und mit dieser Zunahme der CO2, sehen Sie, ist es so, dass eben dieses Gleichgewicht gestört wird. Diese steigenden Temperaturen sind einmal hier aufgelistet, ja 1850 bis eben heute. Und Sie sehen Veränderungen zuvor industriell, wenn man das als Null setzt, vor Beginn der Industrialisierung, dann gibt es eben diesen Anstieg. Und Sie haben wahrscheinlich alle gehört von diesem Ziel, was man hatte, 1,5 oder 2 Grad, ja, das zu begrenzen, nämlich diese globale Oberflächentemperatur. Dann sieht man, dass wir
wenn man das heute nimmt, nicht mehr so weit davon entfernt sind, wo eigentlich man jetzt mehr oder minder willkürlich eine Grenze gesetzt hat. Und man sieht auch, dass der Hauptanstieg letzten Endes etwa seit 1950 zu verzeichnen ist, also praktisch 50 oder 70 Jahre, in denen das im Wesentlichen passiert. Natürlich gibt es auch natürliche Quellen, die CO2 freisetzen. Bekannte Beispiele sind Vulkanausbrüche. Es gibt also die Insel Krakatau, die praktisch in die Luft geflogen ist vor dem Ersten Weltkrieg, wo es dann zu einer entsprechenden Verdunklung der Atmosphäre gekommen ist, wo also dann dieser Rußteppich und auch diese damit einhergehenden Verbrennungsprodukte gewissermaßen mehrfach um die Erde gekreist sind und wo es also sehr kurzfristig zu entsprechenden Veränderungen gekommen ist. Also es gibt auch natürliche Quellen, die letzten Endes so etwas mitspeisen, aber sie spielen im Vergleich zu dem, was wir jetzt sozusagen anthropogen machen, eine recht geringe Rolle. Nun ist es so, dass man sagen kann, es gibt dann durch den Klimawandel vielleicht auch eine medizinische Krise. Und zwar ist bekannt, dass diese Witterungs- und Klimaveränderungen zu einem Anstieg von Infektionskrankheiten, von Allergien führen, sich aber auch Symptome bei Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen verstärken. Und die Auswirkungen, die man jetzt sozusagen zum Teil kalkulieren kann, ich will da jetzt nicht darauf eingehen, wie man das berechnet, bedeuten, dass ungefähr 250.000 Menschen pro Jahr durch Klimawandelauswirkungen sozusagen zu Tode oder vorzeitig zu Tode kommen. Jetzt eine Zahl, die jetzt erstmal bezogen ist auf eine Gesamtbetrachtung der Erde. Wahrscheinlich sind es sogar noch viel mehr, aber das ist zumindest das, was erstmal existiert. Und es gibt sicherlich eine große, Mehrkosten. Ja, die 4 Milliarden sind sicher viel zu gering angesetzt, aber ich will damit nur sagen, es gibt also Versuche, solche Auswirkungen auch dann ökonomisch zu berechnen. Nun, welche Gesundheitsauswirkungen kann sozusagen dieser Klimawandel haben? Wenn man sich jetzt erstmal anschaut, was dabei passiert, dann ist das folgendes. Wir haben einen Anstieg der Temperaturen, dass durch diesen Anstieg dieser CO2-Konzentration, das führt zur Erwärmung. Die Erwärmung führt dazu, dass die Polkappen schmelzen und dass es dadurch zum Anstieg der Meeresspiegel kommt. Indirekte Folge ist, dass sich das Wetter verändert. Es gibt also dann mehr Extremwetterlagen durch diese erhöhte Temperatur. Der Umsatz sozusagen von Wasser, also Verdunstung und Aufstieg und dann wieder Regen, beschleunigt sich und dadurch gibt es also häufiger auch diese Episoden, wo es dann sehr viel regnet, also Starkregen und andererseits wieder Episoden, wo es dann relativ trocken ist. Das hat dann Auswirkungen auf die Umwelt. Das eine, was wir schon sagten, ist, dass die zum Beispiel extreme Hitzeperiode zunimmt. Es gibt aber auch eine entsprechende Luftverschmutzung, die neben der CO2-Konzentration zu verzeichnen ist, einfach durch die Industrialisierung, durch den Verkehr. Und wir haben natürlich dann damit einhergehende Veränderungen zum Beispiel der Wasserqualität, auch der Wassermenge, die zur Verfügung ist. Und daraus leiten sich dann entsprechende sozusagen Krankheitsmöglichkeiten ab. Also wenn man jetzt zum Beispiel das betrachtet hier mit der extremen Hitze, dann ist das korreliert mit entsprechenden Veränderungen, zum Beispiel vor allem im kardiovaskulären Bereich. Also es gibt einfach mehr Personen oder Menschen, die dann zum Beispiel Herzinfarkte bekommen oder auch Herzversagen haben und so weiter. Jetzt kann man das für alle diese Sektoren sich einzeln betrachten. Es gibt auch Auswirkungen auf die psychische Gesundheit. Bei Extremwetterlagen gibt es mehr Unfälle. Ja, es gibt mehr sozusagen Todesfälle, zum Beispiel Ahrtal, wenn Sie an diese Überschwemmungen denken. Die Luftverschmutzung führt dann zu neben den kardiovaskulären Erkrankungen. Man weiß, dass diese Partikel in der Luft auch im Bereich der Gefäße zu Veränderungen führen. Vor allem auch Atemwegserkrankungen, wie zum Beispiel Asthma. Dann ist es so, dass die Veränderung der Wetterbedingungen auch dazu führt, dass sich Krankheiten ausbreiten können,
die also bisher gar nicht in bestimmten Zonen der Erde beheimatet waren. Also Sie sehen ja Malaria, Denguefieber, verschiedene Viren, Hantavirus zum Beispiel, die Borreliose, das Lyme Disease, West Nile Virus und so weiter. Und was man auch gesehen hat, dass durch diese Erwärmung es zu entsprechend kürzeren Vegetationsperioden kommt. Also es wird häufiger Blühperioden geben, sodass also auch häufiger zum Beispiel Pollen freigesetzt werden. Und der Anstieg der Pollenmenge führt also dazu, dass auch häufiger zum Beispiel Allergien auftreten. Ja, und die Auswirkungen auf das Wasser, da gibt es so Dinge wie Cholera und so weiter, also Dinge, die dann über Schmutzwasser ausgebreitet werden. Und wenn man sich mal anschaut, dass das natürlich auch verbunden sein könnte mit einer Mangelernährung, natürlich auch entsprechend solche Erkrankungen, die damit einhergehen. Also das ist sozusagen ein ganzes Rad an verschiedenen Veränderungen in der Umwelt, die dann entsprechende Krankheiten unterstützen können und die also sich dann auch entsprechend auswirken. Nun, was hat die Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde damit zu tun? Relativ einfach. Sie haben also hier die sogenannten das obere Atemwegssystem und natürlich auch das obere Ernährungssystem, ja, wenn es jetzt um die Mundhöhle geht und um hier die Speiseröhre. Aber im Wesentlichen sind es erstmal die Atemwege, beginnen mit der Nase, das Ganze geht über den Rachen, dann hier in den Kehlkopf und von hier aus dann in die Luftröhre und in die Bronchien. Es gibt, was ich schon sagte, relativ viele offene Fragen, was es wirklich davon beeinflusst, durch die Umwelt und was nicht. Und es gibt relativ wenige Studien. Ne? Also die Datenlage, die gesicherten Daten sind sozusagen relativ geringe. Meistens misst man indirekte Effekte. Ne? Also man schaut, was steigt an, haben wir einen Anstieg zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter. Und kann man das irgendwie mit Veränderungen der Umwelt zusammensetzen. Was man mittlerweile vermutet, ist, dass es eine steigende Zahl von Allergien gibt und auch Entzündungen der zum Beispiel Nasennebenhöhlen im Rahmen von Hitzewellen. Dass es durch veränderte Vegetation zum Beispiel zur Ausbreitung von Pilzerkrankungen kommt und dass auch die Verschmutzung eine Rolle spielt bei diesen Erkrankungen der oberen Luftwege. Nun schauen wir uns das mal genauer an. Nasenschleimhautproblematik. Es gibt also einen Anstieg der Temperatur, häufig verbunden auch damit, dass die Luft trockener ist. Die Luftverschmutzung als solche kommt hinzu, es ist eine unsaubere Luft. Und das führt dazu, dass die Schleimhäute entsprechend mit schlechten Umgebungsbedingungen konfrontiert sind. Man kann dann sagen, das könnte dazu führen, dass es dann vermehrt Erkrankungen gibt, wie zum Beispiel Nasennebenhöhlenentzündung. Durch diese Zunahme der Pollen, auch gegebenenfalls eine Zunahme der allergischen Krankheiten, Heuschnupfen und andere Allergien. Und durch diese Erwärmung und durch das, was also mit der Vegetation kommt, auch vielleicht Pilzentzündungen. Also all das ist sozusagen erstmal etwas, was man zusammenbringen kann, wo man sich vorstellen kann, dass das tatsächlich aufeinander einwirkt. Nun zum Thema der Luftverschmutzung. Da gibt es verschiedene Messungen, die man durchführen kann. Also zum Beispiel kann man messen die Konzentration von Schwefel, man kann die Konzentration von sogenannten Stickoxiden messen und man kann natürlich noch verschiedene kleine Partikel messen. Also das sind Partikel verschiedener Größe, 2,5, 10 Nanometer und kann dann natürlich schauen, ob diese verschiedenen Stoffe zum Beispiel mit bestimmten Krankheiten korrelieren, also von deren Häufigkeit. Man weiß, dass diese verschiedenen chemischen Stoffe neben Schwefel und Stickoxiden vor allem solche polyaromatischen Wasserstoffe sind. Das sind Substanzen, die freigesetzt werden bei Verbrennungsprozessen, zum Beispiel aus Fahrzeugen, aber auch in der chemischen Industrie eine Rolle spielen und die sozusagen dann in größeren Mengen auftreten. Weiterhin gibt es eine Zunahme der Ozonkonzentration. Das ist ein Reizstoff. Ozon ist ein Sauerstoffmolekül, was sich aus drei Atomen zusammensetzt, Sauerstoffatomen.
Und bei dem Kontakt zum Beispiel mit Schleimhäuten kann leicht also eines dieser Atome freigesetzt werden, abgespalten werden. Das führt dann zu entsprechend aggressiven Oberflächenveränderungen, also Oxidation, wie man das nennt, der Schleimhäute. Das ist dann etwas, was man hat. Bei hoher Ozonkonzentration sollte man möglichst nicht nach draußen gehen. Im Sommer tritt es vor allem auf durch die Einstrahlung des Sonnenlichtes, kann es also zum Anstieg der Ozonkonzentration kommen. Und das ist dann etwas, was also noch zu den anderen Faktoren dazukommt. Gut, also jetzt nochmal zu diesen Partikeln, diese PM, ja, die hier stehen. Das sind also sozusagen die Feinstaubpartikel. Es geht also nicht nur um die chemische Reaktion, die diese verschiedenen Stoffe auslösen, sondern auch, dass diese ganzen chemischen Substanzen in kleine Partikel verpackt sind im Nanometerbereich, also Millionstel und Milliardstel Millimeter. Und dass diese kleinen Partikel, die wir nicht sehen, sozusagen in der Luft vorhanden sind. Und ein wesentlicher Indikator, das hat man festgestellt, ist diese PM2,5, also das ist einfach die Größenangabe. Und dann hat man also festgestellt, dass diese Partikel einen wesentlichen Einfluss haben auf verschiedene Körpersysteme. Wir atmen das ein, ja, das ist also in der Umgebung vorhanden. Manche Menschen erzeugen auch diese Partikel, nämlich die Raucher, ja, die also sich selbst also sozusagen bewusst diesem aussetzen. Und jetzt sehen Sie, dass dann so diese Partikel übers Blut transportiert werden, dass die also sich dann sozusagen in den Körper verteilen. Sie sehen hier die Größen anderer Dinge, wie zum Beispiel rote Blutkörperchen, die sind 7 Mikrometer, das ist 2,5 hier. Dann hier zum Beispiel Staub, Pollen, die haben 10 Mikrometer. Dann das menschliche Haar hat zum Vergleich Durchmesser 50 bis 70 Mikrometer. Also nur so etwas haben. Also 2,5 Mikrometer. Und diese gehen dann also in den Körper. Es gibt jetzt also diese Kurzzeiteffekte, Reizeffekte. Ja, das ist jetzt Auge, Nase, Hust, also Lunge, das reizt ja zum Beispiel. Und dann gibt es die Langzeiteffekte, dass man eben daraus zum Beispiel dann Asthma entwickelt, chronische Bronchitis, reduzierte Lungenfunktion und eben auch diese kardiovaskulären Erkrankungen. Das ist also mittlerweile gesichert, dass diese Feinstaubpartikel tatsächlich diese Krankheitsbilder vor allem im Bereich der Schleimhäute, hier der oberen Luftwege, der tiefen Luftwege und diese kardiovaskulären Systeme beeinflussen. Wenn man sich jetzt anschaut, diese Verteilung dieser kleinen Partikel, und zwar das ist jetzt aus dem Jahr 2017, dann sieht man Zonen auf der Welt, die haben eine relativ geringe Belastung, das wäre hier dieses hellrosa. Und es gibt andere Zonen auf der Welt, das ist hier das Dunkelrot, die eine relativ hohe Konzentration haben. Ja, Sie sehen also Regionen, die also hier ganz dunkel bezeichnet sind, zum Beispiel Indien, ne, da würde man sagen, ja gut, die haben also viel Luftverschmutzung, weil sie relativ viel zum Beispiel verbrennen. Das mag so sein. Es gibt aber auch andere Länder, wie hier zum Beispiel Zentralafrika, Ägypten, Saudi-Arabien, die ebenfalls hohe Konzentrationen haben, spielen verschiedene Faktoren eine Rolle, warum das so ist. Auch China, sehen Sie, ist hier rot, Sie sehen das hier, ne? Das ist also auch nicht gerade, und auch sonst ganz Afrika spielen natürlich viele Verbrennungsprozesse, vor allem von Kohle, Holz und so weiter, eine Rolle. Wenn Sie hier unsere Region anschauen, das wäre hier Deutschland, dann sind wir relativ gut. Ja? Es gibt also relativ wenig Feinstaubbelastung bei uns oder Feinstaubkonzentration. Auch in den USA zum Beispiel ist es relativ gering. Das mag daran liegen, dass man Luftschutzmaßnahmen da natürlich getroffen hat, die also entsprechend auch wirksam sind. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Aber Sie sehen sehr unterschiedliche Konzentrationen weltweit. Natürlich werden diese Partikel auch dann verteilt, transportiert, kommen auch bei uns irgendwie an. Ja, aber was wir selbst sozusagen erstmal messen können bei uns, das ist zum Glück vergleichsweise gering im Vergleich zu anderen Ländern. Wenn man sich dann nochmal in Deutschland die Situation anschaut, da gibt es auch sozusagen Hotspots, die also für Feinstaub, das ist jetzt hier Partikelgröße 10 mal gemessen, da sehen Sie, das wäre dunkelgrün, wäre gut, ja, und hier dann nach dunkelrot wäre also schlecht. Da sehen Sie, also es sind kaum Regionen, die wirklich Extremkonzentration haben. Es sind einige, die haben hier also gelb, ne, das sind also so wie München oder hier gibt es den Raum Stuttgart, dann haben sie das Ruhrgebiet, ja, was also so entsprechende Konzentration aufweist.
Ein zweiter Parameter, den man heranziehen kann für die Umweltverschmutzung oder Belastung, sind die Stickoxide. Das sind Dinge, die ausgestoßen werden im Verkehr oder bei Heizungen. Und da sehen Sie, dass das schon zusammenhängt, dort, wo viele Menschen leben, wie also hier zum Beispiel auch in Stuttgart oder hier in München, das ist Rhein-Main-Gebiet, ja, das ist hier das Ruhrgebiet, dass Sie da natürlich hohe Konzentrationen haben, liegt einfach daran, dass dort mehr Menschen mehr Schmutz erzeugen, im Vergleich zum Beispiel hier zu Mecklenburg-Vorpommern, wo wenige Menschen leben und wo dann auch wenig Industrie ist. Ne? Das ist also ganz klar so. Das heißt, wir haben regionale Unterschiede. Und diese regionalen Unterschiede, die mögen sich auch tatsächlich auf die Häufigkeit von solchen Krankheiten, die etwas mit den Luftwegen zu tun haben, auswirken. Also auch innerhalb von Städten, das ist jetzt Beispiel Köln, sieht man dann Unterschiede in der Konzentration ja, von diesen Luftverschmutzungsindikatoren, je nachdem, wo man dann in Köln lebt, das ist also Zentrum, das sind dann die Außenbezirke, ist das unterschiedlich. Nicht? Und das ist natürlich etwas, was dann ja, letzten Endes sich auch auf die Häufigkeit von solchen Krankheiten in unmittelbarem kleinen Bereich sozusagen auswirken mag. Okay, jetzt kommen wir zu Dingen, die wahrscheinlich etwas mit dieser Veränderung der Lufttemperatur zu tun haben. Das ist nämlich die Ausbreitung von bestimmten Tropenerkrankungen und auch von Pilzen. Ne? Pilze sind sozusagen Dinge, die Sie so vielleicht kennen, Nagelpilz oder so. Aber es gibt viele Pilzerkrankungen auch der Luftwege. Die Pilze setzen sich dort fest, werden eingeatmet und können dann entsprechende Reaktionen auslösen. Zum Teil sind sie allergisch bedingt, zum Teil also allergisch auf den Pilz, zum Teil sind sie aber auch direkte Pilzeinwirkungen. Und was man also erstmal sagen kann, ist, dass es hier als Beispiel die sogenannte Mukormykosis, eine sehr aggressive Pilzerkrankung, die es ursprünglich eigentlich nur in den Tropen gab. Und Sie sehen jetzt, wie sich das hier sozusagen ausgebreitet hat. Also hier ist die Konzentration sehr hoch, Indien, Sie sehen also hier 1423. Und dass im Laufe der Zeit dann doch in anderen Regionen, wo es das bisher gar nicht gab, solche Pilzerkrankungen auftreten. Ja, so ein Zeichen dafür, dass das eben sich ausbreitet. Das hat möglicherweise auch was mit der Migration der Menschen zu tun, die sich also sozusagen dann vermehrt von A nach B begeben. Aber im Wesentlichen ist es einfach dadurch bedingt, dass die Klimabedingungen für die Pilze, dass die nämlich dort also heimisch werden können, sich geändert haben und deswegen also diese Pilze im Winter zum Beispiel nicht absterben. Ne? Gut, dann gehen wir mal weiter. Ja. Nun, diese Pilzerkrankungen sind mittlerweile im Bereich der Nase und der Nasennebenhöhlen für uns ein bekanntes Krankheitsbild geworden. Als ich anfing vor 40 Jahren, war das ganz selten. Mittlerweile ist das etwas, was wir täglich sehen. Man kann das so daran erkennen, dass das so schmutzig grün-gelbliches Material ist. Das ist nicht unbedingt nur flüssig, das ist auch zum Teil so bröckelig. Sieht man also hier in der Nase und es breitet sich meistens dann in den Nebenhöhlen aus. Ne? Also ein Beispiel dafür, dass eben durch diese veränderten Klimabedingungen Keime, die bisher bei uns gar nicht da waren, gekommen sind und jetzt bei uns entsprechende Krankheitsbilder auslösen. Sehr aggressiv heißt, die wachsen auch in die Tiefe, in den Knochen. Die können also Hirnhautentzündung machen und es gibt hier, Sie sehen das also hier oben, das ist das Gehirn. Da sehen Sie solche Ausbreitungen. Ja, das sollte hier so nicht sein, das sollte alles so grau sein wie das. Ne? Also invasiv einwachsen und dann auch bei fortgeschrittenem Stadium tödlich sind. Dieser Anstieg der Temperatur führt neben diesen Pilzerkrankungen auch zu ganz normalen Nebenhöhlen, zum Beispiel Entzündungen. Also das ist das, was wir bekommen, wenn wir einen Schnupfen haben, dann kann sich das auf die Nebenhöhlen ausbreiten. Es sind Viren, sind Bakterien, ganz normaler Art und das kann dann zu entsprechenden Entzündungen führen. Hier hat man festgestellt, dass es also ein deutlicher Anstieg ist, neben den anderen Krankheiten, die jetzt nichts mit der HNO zu tun haben. Aber man sieht daran, dass das Ganze einfach eine Temperaturabhängigkeit aufweist.
Es gibt jetzt aus USA eine Studie, die im 2013 bis 2022, sehen hier die Zahl der Teilnehmer. Und man hat jetzt einfach geschaut, bei Menschen, die eine bekannte Nebenhöhlenentzündung schon einmal hatten, was passiert denn eigentlich jetzt in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur? Man hat mal gesehen, bei Hitzewellen, ja, wenn das jetzt also ziemlich heiß wird, dass dann diese Nasennebenhöhlenentzündungen zunehmen. Das ist also hier dargestellt, ja, wenn das hier 25 sozusagen ist gut, wenn es dann höher, wärmer wird, dann geht es hoch. Auch umgekehrt, wenn es sehr kalt ist, nehmen die zu, das kennen wir im Winter, wenn wir mehr Erkältungen haben. Das ist aber etwas, was eher neu ist, dass die Temperaturanstiege dazu führen, dass wir das eben haben. Meistens tritt das mit einer gewissen Verspätung auf, so 2 Wochen, nachdem man diese Temperaturexzesse gehabt hat. Diese Veränderung der Umgebung, der Umwelt, führt dazu, dass wir auch häufiger Dürre haben, dass es häufiger zu Bränden kommt und dass über die Trockenheit und diese Brände vermehrt Feinstaub erzeugt wird. Das ist das eine, hatten wir schon erwähnt. Das zweite ist, dass also das Klima sozusagen mehr tropisch wird, dass auf der anderen Seite eben neben dem, was wir hier oben haben an Dürre, auch jetzt vermehrt Wärme und Feuchtigkeit einziehen. Das kommt immer darauf an, wo regnet es, wie viel. Und dass das idealer Nährboden ist für Pilze, dass aber auch Pollen sich häufiger ausdehnen. Das liegt daran, dass die Vegetationsperioden also kürzer werden. Ein weiterer Punkt, der mit zu diesen Ursachen für die Zunahme bestimmter Erkrankungen zu rechnen ist, ist die Urbanisation. Und die Klimaanlage, also Klimawandel und Klimaanlage. Die Klimaanlage ist auch ein Klimawandel, wenn Sie so wollen, in Ihrer unmittelbaren Umgebung. Und zwar ist ja so, dass wir zunehmend unsere Umgebung, in der wir leben, umgestalten. Das betrifft jetzt nicht nur das, was wir draußen tun, sondern auch, was wir in den Häusern tun. Und es gibt ja viele Arbeitsbereiche, die voll klimatisiert sind. Es gibt Zonen auf der Erde, wo sie ohne Klimaanlage schlecht leben können. Da denken Sie an die Golfregion, wo die Menschen praktisch alle im Sommer in klimatisierten Räumen leben. Und es gibt durch diese Klimaanlagen bestimmte Veränderungen der Raumluftbedingungen. Also die Luft wird unnatürlich temperiert, sie wird unter Umständen nicht richtig befeuchtet. Ja, und es gibt natürlich auch entsprechende Zugluft. Was man das zusammengefasst auch benennt als Air Condition Disease, ne? Also eine sozusagen durch Klimaanlage ausgelöste Erkrankung der Schleimhäute. Verschiedene Dinge, die hier eine Rolle spielen. Das eine ist, sie haben also sind Kolonisation, das heißt, da setzen sich Krankheitserreger irgendwo in diesen Geräten oder in diesen künstlichen Systemen fest und werden von dort aus dann verbreitet. Ne? Das berühmte Beispiel ist die Legionärskrankheit. Also warum heißt es Legionärskrankheit? Also die Legionäre sind ehemalige Soldaten. Ne? So. Und die haben sich in einem Hotel in den USA zu einem Treffen versammelt und dann sind nachher von diesen 100 Anwesenden 75 an einer bisher nicht bekannten Krankheit verstorben. Die haben alle plötzlich also einen Keim inhaliert, der vorher nicht bekannt war. Das ist die Legionella pneumoniae, ja, also die Legionellenerkrankung. Und die war in den Klimaanlagen irgendwo drin und kein Mensch kannte das. Es wusste auch nicht, was man da machen soll. Das ist also das bekannteste Beispiel dafür. Das ist aber nur sozusagen eine Speerspitze. Viel häufiger sind also diese Verbreitung von Milben, die erzeugen Allergien, von den Hefen und Pilzen, von über die haben wir schon gesprochen. Und dann zukommen Temperaturschwankungen. Sie haben dann diese verschiedenen Zonen, warm, kalt, ne? Sie haben diese Zugluft. Und das führt eben, wie gesagt, sehr häufig neben den Infektionen zu Allergien. Ja, Allergien deswegen, weil sie ständig einem vermehrten Allergenteppich ausgesetzt sind. Und damit kommt es also häufiger zu diesen allergischen Erkrankungen. Also ist auch etwas, was mit, wenn Sie so wollen, der Umwelt zu tun hat. Ja? Umweltveränderung im Sinne auch vom Klimawandel, aber in einem kleinen Bereich, den wir selbst gestalten. Die Frage ist natürlich dann, ja, wie wirken sich denn eigentlich die Lebensumstände der Menschen aus auf die
verschiedenen Krankheitsbilder der Luftwege. Es gibt eine Studie, die man im Rahmen der Wiedervereinigung gemacht hat. Und zwar hat man nachgeschaut, wie häufig sind denn Allergien in Ost und West. Und man hat also dann festgestellt, dass in Ostdeutschland oder also neuen Bundesländern, dass es dort zu einem Anstieg der Kinderallergien kam, und zwar seit der Wiedervereinigung. Und dann hat man das untersucht und hat geschaut, wie ändern sich die Lebensverhältnisse der Menschen. Vorher war das also sozusagen die Braunkohleheizung. Man hatte nicht so viele geheizte Räume. Ja. Es gab mehr Schwefel in der Luft, das hat vielleicht mehr Bronchitis gemacht, aber die Allergierate war sehr gering, viel geringer als im Westen. Und man hat dann also daraus die Hygienehypothese abgeleitet, dass weniger Allergien in einer klassisch ländlich geprägten Gesellschaft, Lebensstil, also man ist sozusagen konzentriert auf eine natürliche Umgebung. Man hat also nicht überheizte Räume. Es gibt einen Wechsel, einen natürlichen Wechsel von warm und kalt. Und was vor allem auch noch eine Rolle spielt, dass also die Kinder zum Beispiel der natürlichen Umgebung ausgesetzt sind. Ja? Also es gibt weniger künstliche Umgebung, es gibt mehr natürliche Umgebung. Wenn Sie so sagen wollen, es ist einfach gut, im Dreck zu spielen. Ne? Ja, und das haben eben die Kinder im Westen viel weniger als im Osten gehabt, ja, und dadurch haben die auch weniger sozusagen eine, wie soll ich sagen, Auseinandersetzung mit den natürlichen Umgebungsstoffen gehabt in einer Zeit, wo das Immunsystem geprägt wird. Das sieht man heute, dass eben die Veränderung dieser Lebensgewohnheiten, ja, also vor allem der Wohnumgebung, dazu führt, dass also ein Anstieg der Allergien dadurch mit ausgelöst sein kann. Wie weit die Einzelfaktoren, die ich jetzt genannt habe, sozusagen zusammenwirken und wie viel Prozent der eine oder andere macht, das ist, glaube ich, ganz schwer auseinanderzuhalten oder überhaupt zu bestimmen. Aber wichtig ist, dass diese alle mit dazu beitragen, dass wir insbesondere einen Anstieg dieser allergischen Erkrankungen haben. Ja, ich hatte vorhin schon gesagt, dass die Umweltveränderung oder der Klimawandel, der sogenannte Treibhauseffekt, dass der verschiedene Effekte hat. Das eine ist, ganz einfach, wenn es wärmer wird, dann führt es dazu, dass die Prozesse, die sozusagen zur Bildung von organischen Massen beitragen, dass die auch beschleunigt werden, wenn Sie so wollen. Also das, was wir jetzt haben für mehr CO2, ist Benzin für die Photosynthese. Ne? Also es gibt mehr Sonneneinstrahlung. Es gibt mehr CO2, das führt dazu, dass eben auch mehr organische Masse erzeugt wird. Was es aber auch macht, ist, dass die Vegetationsperioden sozusagen kürzer werden und es häufiger dann zu zum Beispiel Blühen kommt. Wir haben längere Pollensaisonen und wir haben eine steigende Pollenluftkonzentration. Je mehr Pflanzen, desto mehr Biomasse, desto mehr auch Pilze und Hefen. Und beides zusammen, die Pollenkonzentration plus diese anderen Pilze und Hefen, führt also dann tatsächlich dazu, dass die Schleimhäute vermehrt dem ausgesetzt sind und entsprechende Krankheiten dann häufiger auftreten. Also die Pollen sind länger in der Luft, ja. Es gibt mehr Pollen und Sie sehen, also die Pollenmenge ist entsprechend dann auch angestiegen. Zunahme der Pollenmenge um über 20% zwischen 1990 und 2018. Es gibt mehr Pollen im Frühling, alles blüht früher und alles blüht zusammen. Ja. Es ist wärmer, alles blüht länger und häufiger. Entschuldigung, ist so ein Schreibfehler. Also wir haben sozusagen eine, wenn Sie so wollen, anthropogene Zunahme der Pollenmenge. Und je mehr Pollen Sie haben, desto häufiger kommt es dann auch zur Ausbildung von Allergien. Und natürlich auch die eine Allergie haben, sind davon dann auch mehr betroffen. Aus USA gibt es eine entsprechende Studie, wo man also dann das angeschaut hat, und zwar Anstieg der Pollenmenge gegenüber, wenn Sie so wollen, verschiedenen Jahren. Und dann sieht man, dass es eben hier im Trend, ne, das ist also hier der Anstieg, wo es besonders hochgegangen ist, im Vergleich zu früheren Jahren sehen Sie also hier, das sind verschiedene Regionen, in den meisten eine Abnahme, ganz selten, meistens eine Zunahme.
Und dann noch die frühere Pollensaison. Da geht es also darum, um wie viel das sozusagen sich nach vorne verschiebt. Sieht man auch ein paar blaue Flecken, wo das der Fall ist. Also es gibt dann durchaus Daten, die zeigen, dass es eben diesen Anstieg der Pollenmenge gibt und auch eine Vorverlagerung im Jahr. Gut, diese Allergene sind jetzt zum Teil saisonal. Ja, das sind also die Pflanzenpollen, wenn Sie so wollen. Das sehen Sie hier. Das fängt mit der Hasel an und dann geht es also hier praktisch bis hier August und September, je nachdem, was wann blüht. Ja. Es gibt daneben Allergene, die sind sozusagen um uns herum ständig da. Die sind also nicht saisonal. Das wäre der Hausstaub. Wir hatten vorhin schon gesehen, dass diese Hausstaubkonzentration eine Rolle spielt, vor allem in geschlossenen Räumen und vor allem auch durch diese Klimatisierung der Räume kommt es also dann häufiger noch zu dieser Hausstaubkonzentration. Also Pollen ist saisonal, Hausstaub ist etwas, was also die ganze Zeit sozusagen einwirkt. Gut, also das ist einfach um zu zeigen, also den Pollen ist man ausgesetzt von Januar bis sozusagen August. Und wenn die Menge ansteigt, dann gibt es einfach mehr Menschen, die auch eine Allergie entwickeln. Neben den Pflanzen, die bei uns sind, wirkt der Klimawandel sich so aus, dass wir eine veränderte Vegetation bekommen. Ja, das ist also, dass eben bestimmte Pflanzen, die bisher gar nicht bei uns waren, jetzt hier sozusagen auftauchen. Das sind tropische Pflanzenarten. Es ist aber auch so, dass es zu einer Verbreitung von dem Samen kommt durch zum Beispiel mehr Stürme, durch Hitzewellen, die die Windrichtung ändern und es kommt dann zu neuen Pollenwellen und auch Staubwellen. Und plötzlich tauchen dann neue Pollenarten auf, die es bisher vorher gar nicht gab, zum Beispiel Ragweed, ja, das sogenannte Traubenkraut, was in USA in mittleren Westen beheimatet ist. Sie kennen das vielleicht von den Westernfilmen, wenn da so komische Ballen da durch die Filme gerollt sind. Das ist also, das ist Ragweed. Ne? Und dieses Ragweed ist mittlerweile bei uns hier heimisch geworden. Das ist ein ganz starkes erzeugt ganz starke Allergene. Und das ist also hat extrem zugenommen. Ne? Also es gibt praktisch neuartige saisonale Allergene, die vorher gar nicht da waren. Und auf die wir stark reagieren. Also das Ragweed oder Traubenkraut, ne, so heißt es in Deutsch, produziert viel Pollen und ist hochallergen. Ne. Es gibt eine sehr hohe Sensibilisierungsrate, jetzt nicht nur für die Nase, sondern auch für die Augen oder für hier die Bronchien und auch hier für die Haut. Ne. Wenn sie in Berührung kommen, gibt es auch entsprechende Hautveränderungen. Also das ist dieses Ragweed, was man hier so sieht. Jetzt hat man das mal versucht zu untersuchen. Gibt es in Europa eine Studie, wo man also gesehen hat, hier ist jetzt also der Anstieg der Pollen, ja, und dann einhergehend damit sozusagen die Häufigkeit von Allergenen darauf. Und man sieht also hier so einen gewissen Zusammenhang. Wenn das einen hochgeht, dann geht auch die Zahl der Sensibilisierung nach oben. Also ein starkes Unkraut, wenn Sie so wollen. Ne? Es wächst in der Hitze und auch in der Dürre und das ist aus amerikanischen Great Plains stammend und es ist weltweit verbreitet. Und seit 1990 in Europa tritt es zunehmend auf. Sie sehen also hier so eine Karte. Das wäre also hier einmal gewissermaßen, wie es einmal war und wie das jetzt heute ist, wie sich das also entsprechend verbreitet hat. August, September, da ist es besonders stark vertreten, ne? Da blüht das und ist dann entsprechend hoher Konzentration also nachzuweisen. Traubenkraut, Allergie erobert Europa, das ist hier nochmal im Vergleich, das ist hier 86 bis 2005 und das ist sozusagen die Vorhersage, ne? Was kommen wird. Und da sehen Sie, wie das also hier irgendwann anfing und dass dann praktisch das überall dann sein wird. Ne? Gut, ja, wir sehen, der hat also ganz bestimmt so eine Traubenkraut-Allergie hier. Ne? Gut. Was man auch sagen muss, ist, dass natürlich das häufig nicht auf die Nase zum Beispiel beschränkt bleibt, sondern dass bei 20-50% der Patienten mit einer zunächst nur auf die Nase beschränkten Allergie dann ein sogenannter Etagenwechsel eintritt. Das heißt, sie bekommen dann Asthma. Also das ist dann gewissermaßen das, was dann natürlich die, sagen wir mal so, die Auswirkungen doch erheblich noch einmal steigert.
Gut, immer mehr Heuschnupfen, würden wir sagen, ja, und immer mehr Folgeerkrankungen auch. Das geht einher mit steigenden Kosten, wenn Sie so wollen. Wenn nicht richtig behandelt oder diagnostiziert, generieren Allergien extrem hohe Kosten. Ja, es gibt also dann jede Menge an Medikamentenverbrauch, stationärer Aufwand, Krankheitsausfälle. Und für die EU hat man jetzt mal versucht, so eine Kalkulation zu machen, dass das also, was da immer auch stimmen mag. Also es sind sicherlich, sagen wir mal, einige Milliarden, die durch diese Krankheiten an Kosten anfallen und die also sozusagen mit indirekt verursacht werden durch diesen Klimawandel. Früherkennung, ja, zum Beispiel von Allergien, ist ein Punkt, ja, dass man rechtzeitig das erkennt, dass man natürlich auch eine Therapie einleitet, dass man aber auch Prävention macht, sofern das geht. Ja. Das sind die Möglichkeiten für uns begrenzt. Sie können in Ihrer Umgebung versuchen, einiges zum Beispiel zu machen, aber auch das ist sicherlich jetzt nicht immer so zufriedenstellend möglich. Therapie der Allergie, vielleicht darauf einzugehen, wenn man sowas hat, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist, man muss es diagnostizieren. Ja, das gibt es Allergietests, mit denen man feststellen kann, gegen was man zum Beispiel allergisch ist. Es gibt dann verschiedene Medikamente, Nasensprays, es gibt auch Tabletten, die man nimmt, die Antihistaminika. Und dann gibt es natürlich auch noch so etwas wie Allergenvermeidung. Ne? Ich kann versuchen, mich da zu schützen. Das ist aber, wie gesagt, begrenzt. Was häufig hilft, ist eine sogenannte Immuntherapie. Das ist eine Behandlung, bei der man die Allergie sozusagen wegspritzt. Ja? Und zwar jetzt nicht dadurch, dass man Cortison gibt. Cortison unterdrückt die allergische Reaktion, aber es ändert nichts daran, dass sie allergisch sind. Was diese spezielle Immuntherapie macht, Sie sehen, 1911 ist es bereits entwickelt worden, ja, dass man hergeht und das Allergen, also gegen das man allergisch ist, sozusagen, sind Eiweiße, ne, dass man die gewissermaßen in ganz niedriger Dosis spritzt, in die Haut und diese Dosis dann allmählich steigert. Und wenn Sie das machen, dass Sie dieses Allergen in zunächst einer Dosis zuführen, wo es keine allergische Reaktion gibt, dann entwickelt der Körper mit steigender Dosis eine Toleranz. Das heißt also, Sie kommen zu dem Zustand, wo Sie nicht mehr allergisch auf das reagieren. Und das ist sehr effektiv, ja, weil es im Prinzip Sie auch vor zukünftigen Attacken schützt. Ja. Und das ist die spezifische Immunabwehr, die man dann halt machen kann, wenn es zu einer solchen Allergie gekommen ist. Gut, also das ist so etwas, ein Versuch, das einmal zusammenzufassen, was wir heute an verschiedenen Faktoren haben, die aus der Veränderung der Umwelt, aus dem Klimawandel sozusagen auf uns einwirken und die zu einer Veränderung der Erkrankungen, man muss sagen, leider auch zu einer Zunahme der entsprechenden Krankheiten geführt hat. Und wo man sicherlich jetzt natürlich noch Zusammenhänge genauer erforschen muss. Ihr sagt ja eingangs, es gibt wenige Studien dazu. Es sind viele, sagen wir mal, Annahmen. Es sind ein paar Dinge bekannt, ein paar Sachen untersucht worden. Aber bei anderen ist es eben einfach die naheliegende Annahme, dass das eben mit dem Klimawandel zu tun hat. Und diese Zunahme auch von Krankheiten, die wir bisher gar nicht so häufig hatten oder gar nicht kannten, zeigt natürlich, dass diese Veränderung der Umwelt auch sicherlich zu einer Veränderung des oder Krankheitsbilder führt. Okay, vielen Dank erstmal für Ihre Aufmerksamkeit und so viel dazu, was ich Ihnen zu diesem Gebiet sagen kann.